Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Christoph Saring und in diesem Video zeige ich euch mal die neuen Zwischenablagefunktionen, die mit der Windows 10 Version 18.09 eingeführt wurden. Obligatorisch wie immer am Anfang, wenn euch das Video gefällt, bitte abonniert meinen Channel und dann fangen wir einfach mal an. Die Frage ist ja, was ist jetzt das Neue an der Zwischenablage? Das ist eine Funktion, die kennen wir ja schon aus allen möglichen Versionen von Windows oder auch von anderen Betriebssystemen. Das, was neu ist, ist, dass die Zwischenablage einen Verlauf bekommen hat. Um das besser darzustellen, habe ich hier bereits schon mal ein Dokument vorbereitet. Klassisch können wir das ja so, dass wir jetzt zum Beispiel hier einen Text kopieren. Das heißt mit String C oder ausschneiden mit String X oder halt mit der Maus, so wie ich es eben getan habe. Und dann an einer anderen Position wieder einfügen mit String V oder mit der Maus. Bis dato war es ja so, dass wir jetzt immer das letzte Objekt in dem Verlauf haben. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Text 2 kopiere, habe ich wieder nur das letzte Objekt. Oder wenn ich hier ein Bild kopiere, dann ist das letzte Objekt, was ich kopiert habe. Das heißt, nur dieses eine Objekt war bis dato kopierbar. So, verschieben mal hier ein bisschen. So. Wir können aber jetzt unter der neuen Windows-Version, das heißt ab der Version 18.09, statt String V eine neue Tastenkombination benutzen. Das heißt, wir drücken die statt der String drücken wir die Windows-Taste, halten diese und nehmen dazu auch das V. Und dann sehen wir schon, hier an der Seite geht so ein kleines Fenster auf, wo wir die letzten Elemente, die wir kopiert haben, sehen. Also ich habe das mal so getestet. Es werden so circa 25 Elemente in dieser Zwischenablage festgehalten. Kann von Version zu Version ein bisschen variieren. Weiß ich nicht, ob sich das noch ändert. Das heißt, wenn ich jetzt ein Element, was ich schon viele Arbeitsschritte davor irgendwann mal kopiert habe, benutzen möchte, kann ich mit der Windows-Taste und V diesen Zwischenablageverlauf öffnen und dann füge ich einfach das Element ein, indem ich das Element anklicke. Microsoft hat hier aber auch noch ein bisschen weiter gedacht. Und zwar zeige ich mal ganz kurz, ich kopiere jetzt nochmal das Bild und mache hier nochmal zwei weitere Elemente in die Zwischenablage und dann öffne ich die mit Windows-Taste und V und wir sehen, wir haben jetzt hier drei Elemente enthalten. Jetzt würde es sein, dass wenn man jetzt mehr als in den Verlauf hereinpassen Elemente kopieren würde, das heißt mehr als 25 oder mehr als 20, dann würde irgendwann zum Beispiel dieses Bild nach unten rausrutschen. Das Bild möchte man aber am Tag wahrscheinlich 20 Mal benutzen, warum auch immer, wäre natürlich dann unschön. Dafür hat Microsoft im Prinzip die Funktion eingefügt, dass man das Element anpinnen kann. Das heißt, man geht hier auf dieses kleine Symbol und klickt das an. Dann sieht man, das hat jetzt ein bisschen sich verändert, das ist jetzt ein bisschen schräg und dann ist das Element angepinnt. Das heißt, jetzt können wir so viele Elemente kopieren, wie wir wollen. Dieses Element würde verbleiben, wenn alle anderen auch rausrutschen. Das heißt, man könnte auch 3, 4, 5, also das heißt, wir können jetzt auch zwei Elemente anpinnen oder, ich muss das nochmal öffnen, wenn wir jetzt sagen, wir wollen das jetzt entfernen, dann kann man zum Beispiel mit dem Häkchen das entfernen. So, ich lösche mal die Zwischenablage. Das heißt, ich habe jetzt mal hier die Löschen-Funktion benutzt und wir sehen, dass die zwei angepinnten Elemente verblieben sind. Das heißt, es ist auch keine Gefahr, dass die aus Versehen entfernt werden. So, um die jetzt, entweder man pinnt die ab. Das heißt, man klickt hier drauf, dann würden die auch mit dem Löschen weg sein oder man entfernt die halt dann mit dem X. So, Zwischenablage ist leer. Microsoft hat daran sogar noch ein bisschen mehr gemacht.
Und zwar, wir kennen ja die Funktion, die es seit Windows 8 oder 7 gibt, dass man die Windows-Taste hält und mit der Drucktaste den gesamten Screenshot in die Zwischenablage nimmt. Das heißt, ich mache mal jetzt Windows-Taste und V. Wir sehen, der Screenshot ist in der Zwischenablage. So, neu dazugekommen ist jetzt, dass man die Windows-Taste hält, die Shift-Taste dazu und das S nimmt und dann öffnet sich die Ausschneidemaske von Ausschneiden und Skizzieren von der App, die ich im letzten Video vorgestellt habe. Und anders als wenn man die App direkt öffnet, kann man jetzt sozusagen entweder rechteckig, freihändig oder den ganzen Bildschirm ausschneiden und das ausgeschnittene Element landet sofort in der Zwischenablage. Wir sehen rechts unten dann sofort auch die Info dazu, dass das in der Zwischenablage ist und können das mit Windows und V aufrufen. Ich füge das jetzt einfach mal hier ein. Ich mache mal hier ein kleines Tool auf, Windows und V, und füge jetzt erstmal das große Bild ein. Wir sehen, das ist jetzt der ganze gesamte Screenshot. Wir können das jetzt noch mal ein bisschen verkleinern, damit wir es auf das Bild drauf kriegen. So, machen das jetzt mal ganz klein. Und jetzt fügen wir das zweite Element ein. Das war das kleine ausgeschnittene aktuelle Size. Und wir sehen, das ist das kleine Element. Damit hört es aber nicht auf. Und zwar hat Microsoft jetzt auch noch hinzugefügt, dass dass die Zwischenablage zwischen mehreren Geräten synchronisiert werden kann. So, jetzt gehen wir mal in die Einstellungen. Und man kann jetzt oben einfach suchen, Zwischenablage, Einstellung für die Zwischenablage. So, für die, wo das, was ich jetzt gezeigt habe, nicht funktioniert, die sollten hier mal reinschauen, ob dieser Schalter an ist. Also bei mir beim Upgrade von der vorhergehenden Windows-Version auf die 18.09 war der ausgeschaltet. Kann sein, dass es bei manchen an ist und bei manchen aus. Das heißt, wenn diese ganzen Sachen, die ich gerade eben gezeigt habe, nicht funktionieren, dann hier schauen, ob diese Funktion an ist. So, hier sieht man dann auch noch die Elemente, die drin sind. Und hier sehen wir aber auch schon auf allen Geräten synchronisieren. Das heißt, fügt den Text auf Ihren anderen Geräten ein. Das heißt, Sie kopieren hier irgendetwas und haben das auf dem zweiten Gerät automatisch in der Zwischenablage und können das dort einfügen. Ist ein total cooles Feature, gerade wenn man so mit Dashboards arbeitet, die zum Beispiel man hat ein großen Display mit einem kleinen Computer und parallel arbeitet man noch mit einem Notebook als Redner und will da schnell mal auf diesen zweiten Computer was einfügen, was man gerade eben auf seinem lokalen Rechner ausgeschnitten hat. Dazu muss man natürlich mit einem Microsoft Live-Konto verbunden sein oder halt mit einem Office 365-Konto. Deshalb steht der Geschäftskonto, dann funktioniert das. So, zeige ich jetzt nicht, weil ich habe diesen Rechner mit keinem Microsoft-Konto verbunden. Aber es funktioniert. Datenschutztechnisch müsste man sich dann noch vielleicht ein bisschen Gedanken machen, weil das natürlich über die Microsoft Cloud synchronisiert wird. Ich hoffe, ich konnte euren Horizont wieder erweitern. Wenn das Video euch gefallen hat, dann bitte abonniert meinen Channel. Und ansonsten sage ich bis bald. Tschüss.